Der Redner, den wir hörten, heißt Dr. Eckert. Es gibt Prominentere. Es gibt Ostlandfahrer mit Ministerrang. Seebohm, Strauß, Oberländer, Stein und wie sie alle heißen. Ja, es gibt sogar Ostlandreiter, die sich Sozialdemokraten nennen. Wenzel Jaksch. Sie leben noch, die Ostlandreiter. Sie sind wieder da. Sie haben Amt und Würden und Bundesverdienstkreuze. Und auch die Henker der imperialistischen Mordpolitik müssen sich nicht etwa verstecken. Sie bekommen vom Bonner Staat Pensionen. Sie treffen sich regelmäßig, wie zum Beispiel 1959 in Hameln. Diese Generale, wie sie sich heute nennen lassen. Sie trugen Totenköpfe an den Mützen und Hoheitsadler am linken Oberarm. Damals ließen sie sich mit Stolz SS-Oberführer und SS-Gruppenführer und SS-Obergruppenführer titulieren. Aber das alles, meine verehrten Hörerinnen und Hörer, diese Ostlandromantik, diese SS-Treffen, es ist keine Spielerei, es ist keine deutsche Vereinsmeierei, es ist nicht nur ein Bewahren der Tradition. Nein, das hat konkrete Ziele. Das ist bitterer, blutiger Ernst. Der Stand der Ausrüstung ist nach dem Beschluss des Bundestages vom März dieses Jahres und nach dem schon einmal erwähnten einstimmigen NATO-Beschluss vom April dieses Jahres der, dass mit der Ausbildung an den Waffen, von denen zwei Arten von Sprengkörpern verschossen werden können, zum Teil begonnen worden ist, zum Teil begonnen werden soll. Wenige Einzelheiten dazu. Im Dezember werden die ersten Abschussgeräte vom Typ Honest John geliefert. Ferner befinden sich einige deutsche Soldaten in der USA in Ausbildung an der Matador. Hier ist die Lieferung der Geräte für 1960 vorgesehen. Ferner befinden sich deutsche Soldaten in Ausbildung an der Luftabwehrwaffe namens Ajax. Diese Geräte werden Ende 59 geliefert werden. Eine spätere Umstellung, je nach der Entwicklung der Luftverteidigungstaktik, auf atomare Sprengkörper ist möglich. Franz Josef Strauß. Er spricht nicht unverbindlich, das sind keine Wunschträume. Franz Josef Strauß ist der zuständige westdeutsche Minister. Und was er sagt, sind Tatsachen. Die Honest John und die Ajax und die atomaren Sprengköpfe. Im Fernsehen werden die Bundesbürger daran gewöhnt. Der taktische Flugkörper MACE, eine neue Waffe für die amerikanischen NATO-Truppen in der Bundesrepublik. Mit Transportflugzeugen wurden die Einzelteile nach Deutschland gebracht. Die Bedienungsmannschaften der taktischen Raketeneinheit beim Ausladen. Diese erste Einheit der amerikanischen Luftwaffe, die mit der neuen Waffe ausgerüstet wurde, ist in der Bundesrepublik stationiert. Morgen wird sie ihre Waffe auf dem Flugstützpunkt Sembach zum ersten Mal offiziell vorführen. Die MACE ist ein unbemanntes Düsenflugzeug. Durch ihre zwei Strahltriebwerke erreicht sie Überschallgeschwindigkeit. Der Flugkörper kann mit einer Kernsprengladung ausgerüstet werden. Die MACE hat eine Reichweite von über 1000 Kilometern. Sie kann auch aus einem Bunker abgeschossen werden, wie diese Aufnahmen von einem amerikanischen Versuchsgelände zeigen. Die Schubrakete löst sich. Mit eigener Kraft setzt die MACE den Flug fort, bis sie ihr Ziel erreicht hat. Wo liegt dieses Ziel? Nach dem CSU-Bundestagsabgeordneten Ernst Jäger kann es Leipzig oder Dresden oder Magdeburg heißen.
Wir haben den Krieg noch nicht vergessen. Und wir besitzen genug Fantasie, uns die Wirkung der Rakete mit dem atomaren Sprengkopf vorstellen zu können. So schwach ist das Gedächtnis der Deutschen nicht, wie Herr Adenauer anzunehmen scheint. Ich habe hier in Zeitung gelesen, dass jetzt sogar einzelne Städte wünschen, keine Raketen zu haben. Sie kriegen keine. Sie können sich vollkommen beruhigen. Aber es ist wirklich etwas eigenartig gedacht, wenn man glaubt, die Rakete ist nun das Verderblichste von allem. Schon das Vorhandensein der Raketen mit ihren Abschussrampen ist verderblich, Herr Adenauer. Denn diese Stellungen werden selbstverständlich die ersten Angriffsziele von Vergeltungsraketen sein, wenn der Westen seine Politik auf die Spitze treiben, wenn er den Krieg vom Zaun brechen sollte. Es ist das erklärte Ziel der Bonner Kriegspolitik, die Bundesrepublik mit Atomwaffen auszurüsten, die unter deutschem Kommando stehen. Die Pläne MC-70 und MC-96 fordern die forcierte Verwirklichung der Atomrüstung für die Bundeswehr. Wissenschaftler von internationalem Ruf wie die Göttinger 18, Künstler wie Erich Kästner, Geistliche wie Kirchenpräsident Martin Niemöller haben sich gegen die atomare Aufrüstung gestellt. Atomwaffen in der Hand der Bonner Regierung. Atomwaffen zur Verfügung von Minister Franz Josef Strauß. Das ist lebensgefährlich. Lebensgefährlich für ganz Deutschland, lebensgefährlich für Europa, lebensgefährlich für die Welt. Wir erinnern uns an die Worte von Feldmarschall Paulus nach Stalingrad. Was 50 Generale aus der Kriegsgefangenschaft heraus ihr eigenes Volk und ihre eigene Wehrmacht aufrufen, den Krieg einzustellen und die Waffen gegen die eigene Regierung zu wenden, ist sicherlich ein bisher einmaliger Vorgang in der Geschichte der Völker. 1960 kam der Major der Bundeswehr und Presseoffizier eines hohen Luftwaffenstabes, Bruno Winzer, zu einem ähnlichen Entschluss, der keinem Offizier leicht fallen kann. Glauben Sie mir, es müssen schon harte Erkenntnisse und Tatsachen sein, die einen so langjährigen Soldaten wie mich veranlassen, mit der eigenen Vergangenheit zu brechen, die gewohnte Umgebung und alle Freunde zu verlassen und eine gute Position aufzugeben. Ich könnte einen seitenlangen Bericht über die Zustände in der Bundeswehr und über die Ansichten und Äußerungen bekannter Leute verfassen. Jeder einzelne Punkt wäre eine dicke Überschrift wert, jede einzelne Feststellung eine kleine Sensation für sich. Das alles kann man als alter Soldat noch verkraften. Aber eines ist zu viel. Ich hatte einen Eid geschworen, die Bundesrepublik zu verteidigen. Ich bin aber nicht gewillt, mich für einen Blitzfeldzug zweiter Auflage zur Verfügung zu stellen. Mein Bedarf an Blitzfeldzügen ist gedeckt. Bei guten Freunden im Bundesverteidigungsministerium konnte ich mich über einen Teil des NATO-Plans für einen Angriffskrieg unterrichten. Wenn ich bis dahin nach Gesprächen mit Vorgesetzten und Offizieren der psychologischen Kampfführung immer noch den Eindruck gehabt hätte, es handele sich um Wunschträume einzelner Möchtegern-Strategen, so bekam ich hier die Bestätigung für die Existenz dieser Pläne. Major Bruno Winzer erläuterte den Bonner Blitzkriegsplan vor aller Öffentlichkeit. Politische Überlegungen, oder besser gesagt Wunschträume, haben zu einer militärischen Planung geführt, die der des Dritten Reiches nicht unähnlich ist. Und man hat bereits begonnen, die Voraussetzungen für die Durchführung dieses Planes zu schaffen. Folgende Überlegungen liegen dabei zugrunde. Erstens, Polen, die Tschechoslowakei und die DDR würden sich historisch und kulturell dem Westen verbunden fühlen. Der Warschauer Pakt sei nur eine zeitweilige Lösung. Zweitens, diese vier Staaten müssen voneinander getrennt werden, müssen im Gegensatz zueinander und alle einzeln im Gegensatz zur UdSSR gebracht werden, um die Verteidigungskraft des Ostblocks eminent zu schwächen. Diese Lösung, drittens, könnte nur militärisch erfolgen. Es müssen Zustände herbeigeführt werden, die ein Eingreifen rechtfertigen. Durch Aufstände müssen möglichst Regierungen gebildet werden, die dann den Einmarsch der NATO-Truppen zur Unterstützung wünschen.
Alle Aktionen müssen blitzschnell verlaufen, um die Sowjetunion und die übrige Welt vor vollendete Tatsachen zu stellen. Das sind Pläne, wie sie die Militaristen des kaiserlichen Generalstabs, wie sie die Militaristen Hitlers für ihre Aggressionen ausarbeiteten. Aber Konrad Adenauer sagte bieder im Bundestag: Meine Damen und Herren, der deutsche Militarismus ist tot.